Original ist von 1994 in Europa. Ist halt auch so. Ich finde das krass, wie viele von diesen von den JRPGs, wie viele da einfach so eine Beliebtheit auch erreicht haben auf dem westlichen Markt, dass sie halt immer noch, dass sie Remakes bekommen, dass sie immer noch neue Teile bekommen. Guck mal, wenn ich mir überlege, der erste Teil Final Fantasy, der ist einfach älter als ich. Der ist, ich glaube, 1989 rausgekommen. Wie heftig das einfach mal ist. Wie alt die Spielereihe Final Fantasy einfach schon ist. Ich finde das schön, wenn sie Spiele so lange halten. Auch Sims. Guck mal, Sims, der erste Teil, kam vor 23 Jahren raus. Oh. Das da links ist schon mal ein sehr schickes Tier. Shiggy Shaggy. Das da rechts ist auch ein sehr schickes Tier. Auch wenn es schlicht braun ist. Das da ist auch sehr schick. Ich weiß, welche ich wegtreiben werde. Das hier muss mit. Das finde ich sehr schick. Und das Dunkle. Kann natürlich auch sein, dass bei den anderen bessere dabei sind, aber die finde ich richtig schön. Muss ich mal noch gucken, ob ich die behalte oder nicht. Toll, ich habe es genau auf die falsche Seite getrieben. GG. Also guck mal, das finde ich schon echt schön. Das ist schon süß. Jetzt guck mal, wie gesagt, mal nach dem anderen. Was sieht's denn aus? Wo habt ihr denn morgen mehr Bock drauf? Noch eine Runde Range of Riverside oder morgen Faefarm? Ich muss ja ehrlich sagen, ich habe momentan richtig Bock auf Range of Riverside. Was nicht heißen soll, dass ich keinen Bock habe auf Faefarm. Habe ich auch Bock drauf, aber... So ein hellbraunes wäre auch mal schön. Eigentlich. Aber hier das dunkelbraune... Das hier finde ich auch richtig schön. Range of River scheinlich Feuerrohr auch gerade. Ja, also ich weiß, also es ist nicht so, dass ich auf Faefarm keinen Bock habe, aber irgendwie, ich bin gerade so. Also ich könnte das den kompletten Tag momentan einfach suchten, Range of River scheinen. Nintendo bringt für ihr Online-Abo. F-Zero heißt es, glaube ich, raus. Aber ist nichts für mich, da ich kein Abo habe. Ja, ich glaube, für die Online-Spiele ist das Abo Grundvoraussetzung. Also guck mal, das hier finde ich auch richtig schön. Dieser Name. Ein Flexen Liver Chestnut. Das ist geil. Das ist schon echt geil. Oh, aber leider überall Beginner. Das ist natürlich schade. Ein Hengst. Aber der ist schon... Flexen Liver Chestnut. Das ist schon... eine coole Kombination, finde ich, oder? Aber hier hinten, das Pferdchen ist auch süß. Flexen Chestnut Splash. Auch überall Beginner. Das ist ein Stütchen. Also ich glaube fast, ich finde den...
komplexen Chestnut Splash. Ich glaube, ich finde ihn hier fast cooler. Wenn man da noch mit der Blässe. Ich glaube, den würde ich sogar behalten wollen. Ich brauche mehr Platz im Stall. Ich habe ein Problem. Den müssen wir jetzt heute noch trainieren. Aber wie gesagt, ich muss jetzt mal schauen. Ich werde Shiro, glaube ich, gleich noch verkaufen. Kann ich die Pferde aus dem Retirement Pasture, kann ich die verkaufen? Geht das? Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Ich gucke jetzt mal. Nee. Geht nicht. Okay. Was haben wir eigentlich gerade für Legendary Horses drin? Ah, ich habe keinen Platz mehr. Wie viel kostet nochmal die Erweiterung von dem Dingsbums? Dingsbums ist gut, ne? Die Erweiterung vom Retirement Pasture. Wie teuer ist das? Kannst du mal mit dem Flexen Liver Chestnut züchten, wenn du mit der Smoky Black Stute gezüchtet hast? Das kann ich machen. Wobei ich den Liver Chestnut, den muss ich jetzt erstmal noch ausleveln. Austrainieren. Und ich brauche jetzt erstmal noch Platz im Stall. Jetzt haben wir nämlich langsam echt ein Problem. Weil für ihn brauchen wir auch noch einen anderen Namen. Speed ist bei ihm am weitesten und Jump, okay. Der ist schon auch sehr schick. Denk an den Bug, wenn du Shiro. Welcher Bug war das nochmal? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich musste erst ein Pferd auf den Retirement Pasture stellen, oder? Bevor ich ihn rausholen darf. Der Olaf. Olaf hätte ich ja, glaube ich, für ein Pferd cooler, was das so ein bisschen, was so ein bisschen nordischer aussieht. Ecke. Ja, mach mal so, das sieht süß aus. Wenn du ein Retirement rausholst, wenn alle Boxen voll sind, verschwindet es. Genau. Der ist schon cool. Ralf ist auch lustig. Oder was meint ihr? Was haltet ihr von Moritz? Moritz fände ich auch süß für das Pferd. So, erstmal hoch zum Retirement Pasture. Eigentlich ist es egal, was wir mit ihm trainieren. Wir reiten erstmal hier ein bisschen. Trainieren wir erstmal ein bisschen Speed. Da wäre jetzt noch eine andere Körperform cool. Dann würde es wie ein Haffi oder Schwarzwälder aussehen. Ja, das fände ich eh cool, wenn es noch andere Körperformen geben würde. Möritz. Moritz heißt der Mann von deiner Schwester. Ich glaube, ich würde ihn tatsächlich Moritz nennen. Das finde ich irgendwie... Ich weiß nicht, der sieht aus... Oh, da bin ich gerade auf die Pause-Taste gekommen. Ich habe keine Ahnung, wann ich pausiert habe. Scheiße. Das ist jetzt doof. Also an diejenigen, die das Ganze auf YouTube nachgucken, ich hoffe, ihr habt nicht allzu viel verpasst. Ich weiß nicht, wann ich auf F12 gekommen bin. Das ist komisch. Das ist ja jetzt richtig blöde. Ich hatte gehofft, dass ich mir relativ zügig den größeren Stall kaufen kann, dass ich da 4 Pferde mehr halten kann. Jetzt muss ich doch erst nach dem Retirement Pasture gucken, weil da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass das günstiger ist als das
Das hatten wir schon gemacht heute. Ups. Ja, blöd. Das ist jetzt echt doof. Naja, wir werden ja jetzt erfahren, was wie viel kostet. So, Shop. Also, Luxury Stable. 250.000. First Pasture Upgrade. Das, hier, das hier. 175! Ach du Kacke! Das ist jetzt richtig mistig. Weil wir kriegen ja auch noch einen Fohlen. Dann bleibt jetzt nur die Option. Ach so, das ist zu hoch für ihn. Ja, das ist jetzt blöd. Immerhin keine 200.000. Ja, wie viele kann ich denn mit dem größeren Pasture halten? Weil dann ist es vielleicht doch interessanter, direkt die 250.000 zu investieren. Das ist jetzt richtig blöd, weil jetzt muss ich ja richtig viele Turniere reiten. Das ist jetzt ungünstig. Müsste dran stehen. Und wir können jetzt halt auch keine Wildpferde mehr adoptieren. Aber ich will auch gerade eigentlich keins von den Pferden, die ich momentan aktiv habe, verkaufen. Acht Pferde kann ich dann im Retirement Pasture behalten. Okay, also vier mehr als jetzt. Also das einzige Pferd, was ich eventuell gerade hergeben würde, von denen, die ich aktiv habe, ist Air Cricket. Der ist cool, ja. Aber irgendwie, ich hänge jetzt nicht so extrem an ihm. Ich glaube, von den Pferden auf dem Retirement Pasture würde ich sogar am ehesten Cash verkaufen. Jetzt halt die Frage, verkaufen wir Air Cricket? Eigentlich würde es wenig Sinn machen, ihn zu verkaufen, weil ich eigentlich dann eher Moritz verkaufen sollte. Aber ich will Moritz nicht verkaufen, weil ich den total cool finde. Mit dem Stern vor allen Dingen auch. Ich finde ihn richtig schick. Ich finde ihn richtig schick und ich will auch eigentlich nicht dauernd nur Schecken haben. Ich hätte auch gerne noch mal ein einfarbiges Pferd in der Herde. Hi, Aurileinchen. Mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Die Qual der Wahl, ja. Das ist jetzt halt richtig blöd. Sie haben wir ja schon trainiert. Ja, ich weiß jetzt, ich weiß es nicht. Was machen wir jetzt, Leute? Ich kann heute mit Picasso kein Turnier reiten. Mit Malibu kann ich keins reiten, weil sie tragend ist. Dann reiten wir heute ein Turnier mit Rain. Du sollst auf dein Gefühl hören. Ja, es ist echt schwierig gerade. Haben wir noch einen Rowan? Picasso hat doch auch Rowan drin, oder?
Ja, genau, das Fohlen kann ich nur nicht trainieren. Aber gut, es ist ja auch erstmal noch eine Weile. Es ist ja klein. Ja, er hat Rowan drin. Und das hier wäre halt Air Cricket. Bay Rowan Overo. Was sagt ihr? Sollen wir ihn verkaufen oder soll ich gucken, dass ich noch Geld erfarme? Dann würde ich aber wahrscheinlich sogar auch ein bisschen Geld erfarmen im Off. Dann würde ich, glaube ich, tatsächlich noch ein bisschen die Pferde trainieren und Geld erfahren im Off. Wenn ich das irgendwie zeitlich noch hinbekomme. Einfach, dass ihr. Dann würde ich auch die Tage auf lang stellen. Dass ich das mit so vielen Pferden noch machen kann, wie irgendwie möglich. Ich würde ihn verkaufen. Geld fahren würde zu lange dauern, ohne ein Pferd zu ver. Ja, das denke ich mir halt auch. Das ist halt echt blöd. Also ich kann trotzdem noch ein bisschen Geld farmen, weil ich auch gleich noch in Star Stable ein bisschen für Halloween farmen möchte. Ich will ja noch das Kätzchen haben. Ich würde ihn auch verkaufen. Ja, dann gucken wir, dann werden wir Air Cricket gleich verkaufen. Es ist eigentlich, wie gesagt, ist es blöd, weil Moritz halt viel schlechter ist. Aber ich finde halt die Farbe so. Ich finde ja Liver Chestnuts, finde ich ja eigentlich echt cool. Wobei die in echt, glaube ich, eigentlich noch ein bisschen rötlicher sind. Mach's gut, Aurileinchen. Jump the wrong obstacle. Verdammt. Rain würde ich eigentlich auch ganz gern nochmal decken lassen. Vielleicht tatsächlich auch von Pablo, weil Rain ist auch nicht schlecht. Ich müsste ja mal eine Liste machen, wo ich meine aktuellen Pferde eintrage. Ist jetzt aber nur, ja, nur dritte. Das habe ich jetzt eben verbockt. Jetzt hat aber das Auktionshaus schon zu. Also heute können wir auf jeden Fall, können wir nicht mehr verkaufen. Ja, das stimmt. Also ja gut, ich verkaufe jetzt eher weniger wegen dem Geld, sondern eher wegen dem Platz. Aber das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich, dass so nähern wir uns auch schneller unserem finanziellen Ziel an. Picasso, nicht Pablo. Ja, gut, ist fast das gleiche. Pablo Picasso hier. So, was machen denn da hinten unsere. Was macht denn da hinten das Alfalfa? Hey. Hey, hey, Blinky Bill. Er tut immer, was er will. Das wächst fröhlich vor sich hin. Ich bin irgendwie momentan noch zu geizig, Dünger zu nutzen. So, ich sehe übrigens gerade, ich habe ungefähr 3 Minuten gestoppt beim Video in YouTube. Das geht ja noch. Gut, und von denjenigen, die auf YouTube zuschauen, verabschiede ich mich jetzt schon mal. Bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Es wird sich jetzt demnächst einiges noch tun. Hoffe ich. Ich hoffe, wir kommen schnell zu Geld. Also macht's gut. Bis dahin. Tschüss.